Naturrecht und Rechtspositivismus, ein Vergleich. Für all jene, die meine anderen Videos bis jetzt noch nicht angeschaut haben, kurze Gegenüberstellung, was ist das eine, was ist das andere. Rechtspositivisten, das sind Leute, die sagen, Gesetz ist Gesetz. Gesetze gelten. Und der einzige Grund, dass ein Gesetz einmal nicht gelten könnte, ist, wenn ein Gesetz der Verfassung widerspricht. Naturrechtler sind Leute, die sagen, nein, auch eine Verfassung ist nur ein Gesetz und es gibt sehr wohl grundsätzlich gültige Regeln, die über jeder Verfassung stehen, die dem Menschen einfach natürlich angeboren sind. Und dieses Video soll jetzt anhand von einigen Beispielen einfach die unterschiedliche Herangehensweise dieser beiden Schulen aufzeigen. Beispiel 1 ist die österreichische Verfassung. In Artikel 1 heißt es da, Österreich ist eine demokratische Republik, ihr Recht geht vom Volk aus. Okay, der Teil mit der demokratischen Republik, das wollen wir jetzt mal gelten lassen, auch wenn in unserem Parlament einige Leute sitzen, die nicht gewählt wurden. Und im Gegensatz dafür viele Österreicher nicht vertreten sind in diesem Parlament. Darum soll es jetzt nicht gehen. Es geht jetzt mal um den zweiten Teil der ganzen Sache. Ihr Recht, das Recht der Republik Österreich geht vom Volk aus. Das ist eigentlich schon der rechtliche Supergau im ersten Artikel der österreichischen Verfassung. Denn das Recht geht ganz bestimmt nicht vom Volk aus. Das Recht hat nicht vom Volk auszugehen und das Volk ist das Letzte, wovon Recht ausgehen sollte. Beim Beta-Testing von diesem Video hat es eine Erwiderung gegeben, dass die Sache, das Volk, das Recht geht nicht vom Volk aus, dass das ein bisschen missverständlich ist. Selbstverständlich, wenn das Volk zu 100% und nicht zu 99,999%, sondern tatsächlich zu 100%, jeder Einzelne des Volkes stimmt zu, etwas beschließt, dann kann das so sein, natürlich. Aber in dem Moment, wo nur ein einziger dagegen ist, dann gilt es nicht mehr. Denn die Mehrheit hat nicht über das Recht zu bestimmen, das geht nicht. Und es ist ja auch klar, ich habe das Beispiel gebracht, Dschihadisten, Islam, das Beispiel Scharia. Wenn jetzt die Mehrheit der Leute in Österreich Moslems sind, die die Scharia wollen, die dürfen das trotzdem nicht beschließen, denn mit der Scharia werden Menschen, die damit nichts zu tun haben, unterworfen und in eine andere rechtliche Position gestellt als Moslems. Laut österreichischer Verfassung, so wie sie jetzt ist, das Recht geht vom Volk aus, geht es aber. Und das kann nicht sein. Naturrechtlich ist das völlig unmöglich. Und das ist das, was ich damit aussagen wollte. Wollen wir schließlich wirklich, dass ein neues Rassengesetz vom Volk ausgeht, dass das Volk darüber entscheidet? Wollen wir, dass eine neue Volksschädlingsverordnung kommt, ausgehend vom Volk? Wollen wir, dass die Scharia ausgehend vom Volk für alle festgelegt wird? Das ist nackter Irrsinn. Mit dieser Verfassung ist es allerdings alles möglich. Unsere rechtspositivistischen Juristen werden alles durchsetzen, was vom Volk ausgeht, was vom Volk als Recht festgelegt wird. Rechtspositivisten, jetzt sind wir beim nächsten Punkt, behaupten, jeder hat ein Recht auf Leben, Freiheit, Unversehrtheit und den Schutz des Eigentums, denn so steht es ja in den Menschenrechten. Naturrechtler sagen, die Menschenrechte sind dafür nicht nötig. Diese Rechte hat man ohnehin, auch wenn es die Menschenrechte nicht gibt. Sie wären trotzdem da angeboren. Oder ein anderes großes Thema, der Gesellschaftsvertrag. Naturrechtler haben einen riesen Respekt vor dem Begriff Vertrag, denn praktisch alle rechtlichen Geschäfte zwischen Menschen beruhen auf Verträgen und deswegen ist es wichtig, da eine klare Vorstellung zu haben, was ist ein Vertrag? Was sind die Grundvoraussetzungen, dass ein Vertrag gültig sein kann?
Und da sind Naturrechtler auf die verrückte Idee gekommen, dass man sich bei einem Vertrag erstmal übereinkommen muss, was ist der Inhalt dieses Vertrages. Bei einem Vertrag, da muss es eine Willensübereinkunft geben. Und damit ein Vertragsabschluss auch gültig sein kann, ist es ganz wichtig, dass dieser Vertrag freiwillig abgeschlossen wird. Dass da kein Zwang dahinter steht. Irgendwie sind die Naturrechtler halt der Meinung, dass das wichtig ist, im Gegensatz zu Rechtspositivisten. Denn der Staat argumentiert mit dem Gesellschaftsvertrag. Irgendwie tut das so, als hätte jeder zugestimmt, seine eigenen Rechte aufzugeben, damit der Staat dann mit seinem Gewaltmonopol für Ordnung sorgen kann. Auch wenn es manchmal ungerecht ist, dann ist es immer noch besser als das Chaos, das entstünde, wenn jeder einfach nach seiner eigenen Fasson, nach seinen eigenen Rechten frei handeln dürfte. Das funktioniert nur mit Rechtspositivisten. Denn ein Naturrechtler würde, wenn dann ein Bürger mal einen Konflikt mit einem Staat hat, fragen, okay Staat, du bist gerade gewalttätig geworden, du hast jemanden wegen des Besitzes von Drogen eingesperrt, verhaftet, Gewalt angetan, bitte leg mal diesen Vertrag, auf dem dein Handeln fußt, vor. Und wenn der Naturrechtler dann hört, so, es gibt keinen Vertragstext, dann wird er schon mal kritisch schauen. Und wenn er dann hört, es gibt keine Unterschrift des Bürgers unter diesem Vertrag, kein Wunder, wenn es den Vertragstext nicht gibt. Und wenn er dann noch hört, dass der Bürger keine Möglichkeit hatte, zu diesem hypothetischen Vertrag Nein zu sagen, dann ist die Sache überhaupt gegessen. Nicht? Also für Naturrechtler ist völlig klar, dass Gewaltanwendung von Seiten des Staates für Fantasiedelikte, wie zum Beispiel diese Drogenbesitzgeschichte, nicht sein kann. Für Rechtspositivisten ist das völlig klar. Der braucht nur einen Zettel, wo das draufsteht, der Staat darf das, dann darf der Staat das. Kurz gesagt, der Gesellschaftsvertrag existiert nicht. Außer man postuliert, dass ein aufgezwungener Vertrag, dessen Inhalt unklar ist und zu dem es keinerlei Zustimmung gibt, vollgültig sein kann. Wie gesagt, das ist absurd und ein Naturrechtler weiß das. Ein anderer Unterschied zwischen Naturrechtlern und Rechtspositivisten ist dieses klare Schwarz-Weiß-Denken. Bei Naturrechtlern ist völlig klar, entweder eine Sache ist Recht, dann ist sie immer Recht, oder sie ist Unrecht, sie ist nicht Recht, dann ist sie nie Recht. Das ist, und sowas wie ein bisschen Recht oder veränderliches Recht, oder das gibt es einfach nicht. Wenn der Staat, wenn die Nazis sagen, Juden sind Untermenschen und deswegen dürfen wir sie töten, dann ist jedem klar, das ist Unrecht. Und wenn der Staat sagt, Juden sind Untermenschen und deswegen müssen sie alle 5 Euro extra Steuer zahlen, dann ist das auch bereits hundertprozentig Unrecht. Die Konsequenzen sind natürlich ganz andere, aber der Unrechtsstatus ist auch bei ganz, ganz kleinen Konsequenzen schon gegeben. Anders bei Rechtspositivisten. Da können sich die Regeln für ein und dieselbe Sache dauernd ändern. Da war es zum Beispiel, über ein Beispiel rausgesucht, 1944, da wurde eine Frau Adele Bartak aus Wien, ebenso wie ihr Mann Wilhelm Bartak, am 23.02.1944 mit 82 weiteren Personen wegen Verbrechens der Neubildung von Parteien angeklagt. Also, es war in Österreich schon mal ein Verbrechen, Parteien zu gründen. Momentan ist es erlaubt, aber bei Rechtspositivisten ist es nur eine Frage der Zeit, bis in Österreich wieder Leute wegen dieses Verbrechens angeklagt werden. Die Frage ist es jetzt legal, Parteien zu gründen oder nicht? Naturrechtler haben da eine Antwort drauf, die für alle Zeiten gültig ist. Rechtspositivisten unterwerfen das Ganze je nachdem, was halt gerade rechtlich betrachtet Mode ist. Rechtspositivisten glauben auch, dass Recht ein Ablaufdatum haben kann. Was natürlich falsch ist. Wie schon erwähnt,
Bei Naturrechtlern, entweder eine Sache ist rechtens, dann ist sie rechtens, oder sie ist unrecht, dann ist sie unrecht. Im positiven Recht, im aktuellen Recht, so wie es in Österreich ist, hat nur Mord kein Ablaufdatum. Da kann man für immer und ewig zur Verantwortung gezogen werden. Bei allen anderen Delikten gibt es eine Frist, eine Verjährungsfrist. Das gibt es im Naturrecht nicht. Und wie schaut es aus mit James Bond? Jetzt weiß ich schon, James Bond ist eine erfundene Figur. Genauso wie die ganzen Abenteuer um diese Figur herum. Aber es gibt da eine Sache, die scheint mir da recht interessant zu sein, und zwar dieses Detail, diese Lizenz zum Töten. Für Naturrechtler ist völlig klar, so eine Lizenz kann es nicht geben. Weil mit welchem Recht sollte irgendjemand das Recht haben, andere Menschen zu töten? Das ist ein absurder Gedanke. Aber jetzt soll vielleicht jeder, der jetzt da hier zuschaut, mal in sich selber hineinhören. Können wir sicher sein, dass nicht in unseren Behörden Leute sitzen, die die rechtliche Auffassung vertreten, dass so eine Lizenz durchaus existieren könnte, dass es so eine Lizenz durchaus geben könnte? Dschihadisten sind übrigens Rechtspositivisten und keine Naturrechtler. Wenn ich jetzt im Anschluss ein paar kritische Sachen zum Naturrecht sagen werde, soll das bitte nicht so verstanden werden, dass das Naturrecht jetzt an sich schlecht ist, sondern es soll nur aufzeigen, dass es auch im Naturrecht noch Entwicklungsschritte gibt, die gemacht werden müssen, dass es noch nicht beantwortete Fragen gibt und dass es noch Härten gibt, genauso wie im Rechtspositivismus. Also das bitte jetzt nicht falsch zu verstehen, dass jetzt das Naturrecht schlecht wäre, sondern es ist noch in Entwicklung, so wie der Rechtspositivismus auch. Ich denke, es ist klar, wenn ich aussuchen könnte, hätte ich lieber Naturrecht oder positives Recht, würde ich mich für das Naturrecht entscheiden, und zwar sofort, denn es wäre bei weitem gerechter und besser. Allerdings nur in einer hypothetischen Welt, in der die Menschen dieses System auch gewohnt sind. In einer Welt, in der alle schon auf das Naturrecht eingestellt sind. Denn es wäre natürlich ein Unding, die Leute aus der jetzigen Welt, so wie sie es jetzt gewohnt sind, plötzlich in ein naturrechtliches System hineinzustoßen. Eins ist auch klar, das Naturrecht ist nicht nett und schon gar nicht ist es ein besonders ethisches System. Es funktioniert strikt nach dem Prinzip der Eigenverantwortlichkeit. Eigenverantwortlich zu handeln, das haben in unserer Welt schon viele Menschen verlernt. Das Naturrecht ist im Grunde ein System, in dem man einfach nur feststellen kann, ist Gewaltanwendung in einer bestimmten Situation zulässig oder nicht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. So hat zum Beispiel das Naturrecht bis jetzt keinen rechtlichen Schutzmechanismus, der krankhafte Spieler schützen würde. Da müsste eine Ethik aushelfen und eingreifen. Auch sind viele Fragen, die Kinder betreffen, da noch nicht beantwortet. Und das soll jetzt da auch nicht verschwiegen werden. Das Naturrecht ist noch nicht fertig. Da müssen noch Antworten gefunden werden. Und andererseits sind manche Fragen zwar schon beantwortet, aber im Ergebnis eher sehr hart. Jemand, der einen Mord begeht, hat in unserem jetzigen rechtspositivistischen System durchaus Chancen, dass er nach 20, 30 Jahren wieder ein relativ normales Leben führen kann, wenn er wieder aus dem Gefängnis draußen ist. Im Naturrecht sehe ich da wenig Möglichkeiten. Da kann ein Mörder allenfalls auf Gnade oder Mitleid hoffen, aber rechtlichen Anspruch hat er nicht. Also ein Mörder im naturrechtlichen System, der hat wirklich ein Problem, der hat sich wahrscheinlich das Leben wirklich versaut. Finde ich übrigens auch in Ordnung. Ich bin da eher hart in der Hinsicht. Und es gibt auch andere Beispiele, wo relativ wenig Schuld zu relativ schlimmen Konsequenzen führt. Wenn man mit einem Fehler großen materiellen Schaden verursacht,
dann muss man dafür gerade stehen. Und dann kann es schon passieren, dass man mit einem kleinen Fehler sehr harte Konsequenzen zu tragen hat. Auch das zeigt, das Naturrecht an sich ist nicht nett. Und wie gesagt, ich bin zwar fürs Naturrecht, aber ich will es nicht beschönigen. Aber andererseits gibt es im Naturrecht auch keine Fantasiedelikte. Also so etwas wie, diese Handlung soll jetzt verboten sein, weil die Mehrheit das jetzt so beschlossen hat, das gibt es nicht. Also besonders wenn dieser Beschluss dann Leute betrifft, die mit dieser Beschlussfassung nichts zu tun hatten. Wenn in einem Verein beschlossen wird, das soll jetzt hier nicht erlaubt sein, dann sind alle einverstanden und das passt. Aber wenn da Leute sich zusammenrotten und sagen, wir sind jetzt eine demokratische Mehrheit und deswegen gilt das, was wir beschlossen haben, für alle anderen auch, selbst für die, die damit nichts zu tun haben wollen, das geht im Naturrecht nicht. Und auch andere Gesetze in der Richtung, dieses Verbrechen soll jetzt legal werden, weil diese Gruppe von Menschen, das sind Untermenschen oder das sind Ungläubige, das geht auch nicht. Also im Naturrecht sind strikt alle Menschen gleich. Es gibt da keinen Unterschied, keinen rechtlichen Unterschied. Trotzdem, ich bin fürs Naturrecht. Die Menschen wären freier, sie hätten mehr Verantwortung und sie hätten es auch gelernt, mehr Verantwortung zu tragen. Freiheit ist dem Menschen zumutbar und nicht etwas, vor dem er geschützt werden muss. Naturrechtler sind Agenten der Freiheit. Rechtspositivisten sind Agenten der Knechtschaft. Danke.